Spaniens Wirtschaftszuwachs hat im ersten Quartal einen Wert von 0,9% demonstriert. Der europäische quartale BIP-Zuwachs liegt bei 0,4%. Und das aufgrund starker französischer und italienischer Daten. Ich begrüße Sie zur Presseschau. Mein Name ist Lois McCauley. Aufgrund eines wirtschaftlichen Anstieges Frankreichs von 0,6% und Italiens von 0,3% hängt die europäische Wirtschaft der amerikanischen und britischen nicht mehr nach, die einen entsprechenden Zuwachs von 0,2 und 0,3% aufweisen. Die französische Wirtschaft weist eine seit 2 Jahren nicht mehr gesehene Wirtschaftsdynamik auf und Italien demonstriert seit 4 Jahren nicht mehr gesehene Maximalwerte. Howard Archer, ein Wirtschaftler der britischen und europäischen Region aus der IHS Global, sagt dazu Folgendes. Die italienische und französische Wirtschaft ist aufgrund einer starken internen Nachfrage gestiegen. Eine solide interne Nachfrage ist auch der deutschen Wirtschaft zugute gekommen. Ein Zuwachs von 0,3% ist für Deutschland aber enttäuschend, weil die Wirtschaftsdynamik des Landes im vorherigen Quartal einen Zuwachs von 0,7% demonstriert hatte. Das deutsche Lohnniveau steigt aber und damit auch die Konsumausgaben, was die Erwartungen der Wirtschaftler bezüglich dieses Landes positiv beeinflusst. Jörg Kramer, ein Wirtschaftler aus der Commerzbank, meint aber Folgendes. Unerwartet schwache Wirtschaftsdaten könnten ein Signal dafür sein, dass einige Wirtschaftler vielleicht viel zu optimistisch seien. Michael Heiser aus der Allianz warnt, falls die Ölpreise und der Euro steigen sollten, so wird das die Wirtschaftsdynamik abschwächen. Die europäische Wiederherstellung ist einfach noch nicht stark genug, um ohne Hilfe zurechtzufinden. Der italienische Finanzminister findet, dass solche angenehme Bedingungen nicht ewig anhalten werden und Italien diese Chance ergreifen wird. Eric Nielsen aus der Unit Credit findet, dass die Konsuminflation während dieses Jahres kaum steigen wird und dass sich der Investitionszufluss bis dahin sowieso vergrößern wird. Liebe Zuschauer, das war es für heute. Bleiben Sie dran, denn das Dukascope-TV-Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews und Statistiken vorbereitet. Bis bald.